Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Beziehungsweise, ja, wird ein ganz kurzes Unboxing und danach Hardware-Video. Hier, komm. Ja, Spielzeug, da. Hol's dir. Na, Mensch, hol's dir, ja. Die ganze Zeit kommt er nicht, aber dann. So, und zwar hat mich Soundpads angeschrieben. Die haben jetzt auch große Kopfhörer. Und ich feiere ja die von Soundpads total, weil die haben noch wirklich schöne Kopfhörer. So wie so oldschool. Richtig oldschool. Also ohne die heißen jetzt wohl alle In-Ears, aber nicht diese In-Ears mit dem Gummiknubbel, die du drinnen machst und dann hast du so einen Druck auf dem Ohr und den schmerzt. Nein, die haben noch die richtig, so wie alten, wie die alten Walkman und Gameboy. Ja, Kopfhörer. So eine haben die. Richtig geil. Und jetzt haben sie halt so einen großen hier rausgebracht und haben gefragt, ob ich den euch mal zeigen wollen würde. Da habe ich gesagt, na klar. Der hat auch Bluetooth und so und ich verspreche mir viel davon. Und die sind auch immer relativ laut, die Kopfhörer. Also die kann man wirklich schön laut machen. Ich kenne auch einige, die wirklich geil aussehen, aber die dann nicht so laut gehen. Und wenn du die am Fernseher anschließt, dann machst du ab einer gewissen Lautstärke ist dann Schluss und dann. Wenn du denn sowieso mit den Ohren hast, wo du sagst, na, dann brauche ich da auch keine Kopfhörer tragen. Und die will ich mir dann für den Fernseher nehmen. Ja. Ich bin mal gespannt. Also ich würde mal sagen, wir wechseln mal in die Unboxing-Ansicht. So, und wir sind jetzt auch in der Unboxing-Ansicht. Ich hoffe, ihr seht alles. Ich muss mir den Bildschirm hier gerade noch mal ein bisschen machen, damit das Echo alles sehe. Muss ich aufpassen, der Kater, der ist hier gerade total auf den Kabel fixiert. So, das ist es. Mach mal Platz hier, Katerchen. Die Leute wollen nicht den dicken Bauch die ganze Zeit sehen. Und das ist zwar, und hier steht es oben unten mit goldenen Buchstaben, das seht ihr wahrscheinlich schlecht, das Space. Sieht auch richtig schön aus. Mir fällt dieser dunkle Look mit dem Kupfer. Den haben sie bei den letzten auch so gehabt. Das finde ich vom Design her, finde ich das richtig schick. Und wenn das wirklich so aussieht wie bei dem letzten, also hier sieht es ein bisschen dunkel aus, dann sieht es wirklich geil aus. So, wir haben hier Bluetooth 5.3 drin. Ne? Also es ist ein Wireless-Headset. Bluetooth 5.3, Frequenz sind 20 Hertz. Maximum Working Distanz sind 10 Meter. Playtime about, also angeblich soll 123 Stunden halten. Batteriekapazität 1000 mAh, Ja, das werden wir dann mal überprüfen. Dann werde ich sie aber wahrscheinlich doch erstmal noch am PC benutzen müssen, in den nächsten Hangouts oder so, um zu gucken, ob das wirklich so hält. Gucken, wo es aufgeht. Ja, doch. Ist hier irgendwo ein Klebeding dran? Nee. Ach, jetzt habe ich das hier oben wieder drin geschoben. Ich hasse solche Kartons. Ich mag lieber die mit Klappe, ey. Ach! Jetzt haben wir es aber. Das sieht schön aus. Ein bisschen mehr Kupfer noch. Also das ist jetzt so zwar hell, aber der Kupferton ist nicht so schön getroffen wie bei den R3. So, wir gucken mal, was haben wir denn hier noch so Schönes drinnen. Anleitung und Kabel garantiert. Alles, was wir nicht brauchen. Ja, wir haben. Ach, hier. Für die App.
Oh, Alter, echt jetzt? Oh, das müssen wir gleich testen. Das ist für die App. Vielleicht kann man bei denen auch sein Gehör anpassen. Das geht nämlich nicht bei allen. Das wäre ja geil. Ja, Anleitung brauchen wir nicht. Wir wissen, wo was ist. Dann USB-C in kurzer, schmaler. Und ein Klinkekabel, der etwas länger ist. Aber das ist ja Bluetooth, also wollen wir das ja auch als Bluetooth anschließen, logischerweise. So. Dann zeige ich es euch nochmal. Sieht wirklich schön aus vom optischen. Polster ist auch ordentlich was da. Auch mit der Schrift, das sieht auch schön aus. Ja, werde ich euch gleich im Hardware-Video noch zeigen. Ach, guckt euch das an. Eieieiei. Links, rechts, schön groß drauf. Das machen leider nicht so viele. Und da musst du mal gucken. So ganz clean, so hier in der Seite. Was ist denn das? Ist das links, ist das rechts? Was ist denn das? Mittig, links, rechts, was, was, was? Ja, also das liebe ich. Wenn das so groß drauf steht, guckst du drauf und links, rechts, ja klar, so setzt du es auf. Bumm. So muss das sein. Aber ich gehe schon wieder zu weit. Oh, hier ist das Mikrofon. Oder das ist das Noise Cancelling. Das Mikrofon, was halt die Umgebung aufnimmt. Und hier auch. Na, mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, für das Unboxing soll es jetzt soweit erstmal sein. Und ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir sie anschließen werden und das erste Mal benutzen werden und gucken, ob wir uns die auch anpassen können. Also ob wir unser Gehör ermitteln können. Da bin ich mal mega mäßig gespannt. Dann würde ich mich jetzt hier, wie gesagt, verabschieden. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Guckt auch das nächste Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.